Ja, ich würde mir dann hier runter zu Angrosminia schleppen. Ah, Kapitän, ich habe alle Hände voll zu tun. Bitte macht schnell. Nun, sagt, was ihr braucht. Wir haben schon eingekauft. Also, ich habe schon mitbekommen, dass ihr noch voll schlafen wollt. Und ich habe jetzt schon Leute losgeschickt, die Holz kaufen und die Schmiede glühen. Wir haben in der Werft angelegt. Das habe ich schon so veranlasst. Dottore hatte in der Zeit natürlich das Steuer, weil sowohl Jarle nicht konnte, als dann eben auch Hasselwolf nicht. Der ist verletzt und Dottore hat uns dann eben auf meine und die Weisung von den anderen Vertretern in die Werft. Also wir sind jetzt in der Freiheitswerft. Gut. Falls ihr irgendwas baut, zögert nicht, mir Bescheid zu geben. Ja, ich sag's uns Bescheid. Ich weiß auf alle Fälle, dass es hier wohl jemanden gibt, der Erze verkauft. Das ist wohl Zinnobererz und ja, man kann ja auch Quecksilber und Maraskit kaufen, das brauchen wir halt nicht, aber ja, zumindest ist dann hier eben guter Stahl eben auch möglich. Und ich weiß auch, dass wir noch unten was haben. Wenn ihr es erlaubt, dann würde ich auch gerne das eigene Maraskan-Stahl benutzen, bevor wir uns dann sonst bei Lugens Erze was kaufen. Natürlich. Besorgt nur die Rechnung und legt sie mir vor. Ja, ich lasse das dann alles machen und ich lasse das dann auf den Schreibtisch legen. Aber ich komme jetzt nicht mehr in eure Kajüte rein. Die Dukatengardisten lassen mich da nicht rein. Aber ich werde das schon regeln. Zur Not lege ich es oben dann beim Ich Steuermann hin. lasse Bescheid geben, dass ihr passieren könnt. Oder so. Dann machen wir das so. Dann, wenn ihr nicht da seid oder wenn ihr schlaft oder so, ich lege euch das dann einfach auf den Schreibtisch. Erholt euch erstmal, ihr Natürlich. seht ziemlich scheiße aus, sag ich mal. Vielen Dank, aber ihr habt recht. Danke. Ich klopfe ihn auch auf die Schulter. Ihr solltet vielleicht, wenn ihr Zeit habt, vielleicht mit Boltax reden. Geht's ihm nicht gut? Ich weiß es nicht. Ja, Wir gehen dann. uns geht es allen nicht gut. Ja, ich. Wenn ihr Zeit habt. Na, Zeit habe ich nicht, aber soll ich, also ist es jetzt dringend, dass ich jetzt die Arbeit liegen lassen soll, oder? Nein. Okay, dann versuche ich mal in 2 Stunden etwas freizunehmen. Ich bin zumindest froh, dass wir keinen Wassereinbruch hatten. Das ist ganz gut, aber wir müssen viele Sachen ausbessern. Und jetzt, wo wir auch hier vor Anker liegen, würde ich auch ganz gerne den ganzen unteren Teil rausreißen. Da waren ja, wie gesagt, diese komischen Madendinger. Und Dottore hat das auch schon gesagt, dass wir dann leichte Drift haben. Nach Norden, sagt er. Egal wie das Schiff positioniert ist, irgendwas zieht uns nach Norden. Und mir ist das nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht, was denn das Schiff eingedrungen ist. Aber ich würde das ganz gerne alles rausreißen. Das dauert natürlich ein bisschen. Also mindestens 3 Tage. Nehmt euch die 3 Tage. Okay, wie gesagt, ich gehe dann noch gleich zu Boltax, aber wenn es nicht Ja. eilt, dann ich muss halt wirklich, sonst muss er zu mir kommen. Ja, ist schon gut, Engagement. Macht eure Arbeit. Ja, okay. Dann danke und so weiter. Wofür? Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Ich habe euch zu danken. Ja, ich muss jetzt arbeiten. Tschüss. Auf Wiedersehen. Na, ich würde dann wieder mich hochschleppen in die Kapitänskajüte und mich da wieder hinter meinem Schreibtisch fallen lassen und Vergräbst dich in Arbeit. Immer wieder der Blick schräg nach hinten zur Hängematte. Was tut derweil zu, Lamin? Lamin geht wie angekündigt hinunter zu Netia, nickt allen Anwesenden zu. Ich hätte wohl gestern Abend schon kommen sollen, aber irgendwie, naja, sie macht eine etwas hilflose Geste und deutet auf ihre Wunde. Oh, ja, wir hatten gestern auch viel zu tun, aber da hätte ich natürlich dann. Es sieht schon böse aus. Was ist mit dem Rest? Soll ich das auch einmal? Vitellius, mach du doch mal, bitte. Bin hier gerade noch beschäftigt. Ich komme. Ja, und dann weist dir Vitellius eine der verbliebenen Matratzen, wo du dich dann eben hinlegen kannst, und der fängt dann erstmal an, die Wunden zu säubern, zu verbinden. Salbe aufzutragen. Sieht sich auch nochmal deinen Rücken. Murmelt etwas von Jagdgras. Tigerspuren. Ranken. Bisse. Erkennt wohl die Verletzung. Auch wenn sie für ihn erstmal nicht offensichtlich dämonisch sind, aber er weiß schon, dass es eine große Katze war, gegen die du gekämpft hast. Ja, das war der Siebengehörnte. Der Halsschrank hat schon einiges gerichtet, aber. Bei Boron, ihr habt gegen einen Siebengehörnten gekämpft.
Ja, das war alles nicht der Plan, aber es ließ sich nicht vermeiden. Jetzt kann ich verstehen, warum die Treuzacker nicht zurückgekommen sind. Ja, da war auch noch ein Magier und Götter, was für ein Schlamassel. Aber ja, ihr könnt froh sein. Ich habe Berichte gehört, dass ein einzelner Zantim, ungehörnt wie er ist, ein ganzes Banner ausrotten kann. Und stelle sich dann vor, was passiert, wenn man Hörner draufsetzt. Ein Zant war auch da, aber der Sonnenmarschall ist mit ihm fertig geworden. Glücklicherweise. Aber ich glaube, ohne Yalan wären wir alle nicht zurückgekehrt. Aber wir haben erreicht, weswegen wir auf die Insel gegangen sind. Dann sind sie zumindest nicht umsonst gestorben. Dann haben sie im Rat des Schicksals ihre Aufgabe erfüllt. Der Tod der Trollzacker fühlt sich sehr sinnlos an. Sie sind einem Verwirrungszauber zum Opfer gefallen und auch gegenseitig aufeinander losgegangen, aber nun, sie haben uns die nötige Zeit verschafft. Nun, danke. Man müsste sich überlegen, was passiert wäre, wenn sie nicht dort gewesen wären. Stellt euch auch mal diese Frage. Ob ihr Tod dann wirklich sinnlos oder falsch gewesen ist? Und so wie ich ihre Kultur verstanden habe, die kurzen Gespräche, die ich mit Gornach hatte, oder aber mit Boltax, ich glaube, sie haben keine Angst oder keine Furcht vor dem Tod oder sogar vor Schmerzen. Ich hatte überlegt, sie in meine Rede einzubinden, aber tatsächlich, ich glaube, auch die Trollzacker trauern nicht, sondern für sie ist das gut so, wie es gekommen ist. Sie scheinen glücklich zu sein, dass die Stärksten von ihnen überlebt haben, denn das ist wohl das Ziel für ihre Kultur. Nun, dann solltet ihr auch nicht traurig sein. Wir sollten nicht unsere eigenen moralischen Ansprüche auf eine Kultur aufsetzen, die wir nicht verstehen oder die uns fremd ist. Das sollten wir niemals tun. Ich tue mein Möglichstes, um nicht zu trauern. Auch nicht um Yalan. Meine Trauer ist egoistisch, aber sie ist dennoch da. Seht es einmal so. Die Toten, die haben es hinter sich. Sie werden gewogen und eingeordnet. Sie haben ihr Leben gelebt und die Götter haben selbst entschieden, wann dies sein soll. Wir dürfen uns nicht erdreisten, dass wir diese Pläne anzweifeln. Vielmehr sollten wir uns Gedanken machen um diejenigen, die leben. Sowohl um die Verletzungen in dem Geist, als auch diejenigen, Dominik, da mal rüber zu Hasswolf, die körperlich verwundet oder versehrt worden sind. Ulamin nickt und ein aufmerksamer Beobachter könnte wahrnehmen, dass sie sicher noch mehr zu sagen hätte, aber dass sie das gerade nicht mit Aetilius besprechen möchte. Und so verabschiedet sie sich dann irgendwann. Vielen Dank, Aetilius. Ich bin froh, wenn sich das hier nicht entzündet. Ich bin dann wieder oben bei Abelmir. Wenn ihr die Verbände drauf lasst, wird es heilen. Gute Besserung. Derweil bei Boltax. Ja, Boltax würde sich in seine Kabine zurückziehen und auf seine Art und Weise trauern, und zwar mit Feuersteinbearbeitung. Beziehungsweise ich würde gerne eine kleine Bärgreifenmaske von Yalan nachempfundene Statuette aus Bernstein anfertigen. Okay, wir würden gerne eine Probe. Schauen wir mal. Das wäre Feuersteinbearbeitung mit der Talentspezialisierung Bernstein. Es gelingt. Vielleicht nicht so ein Kunstwerk, wie Eldan Gorbas es geschaffen hätte. Und auch Rafim macht in letzter Zeit viele Fortschritte, wenn auch nur mit Holz und wenn auch nur Pferde. Aber es soll Yalan gerecht werden. Dann würde ich das... Das ist Arbeit, was man machen könnte, aber für die ersten paar Stunden, zwei, die du dort verbracht hast, bist du doch recht zufrieden. Okay, alles klar. Ich würfel am Ende irgendwann, wenn ich das fertiggestellt habe, noch eine Steinschneider-Juwelierprobe, um der Greifmaske dann noch zwei Edelsteine als Augen einzusetzen, aber das dann, wenn es soweit ist. Und dann würde ich mich auch zu Abelmir in die Kapitänskajüte begeben. Derweil bei Rafim, was tust du? Ja, ich laufe auf dem Schiff umher, besichtige Wachposten, die ich selber eingerichtet habe, gehe Schritt um Schritt
und schreite tatsächlich mehr umher, bis ich dann Dreischberger auffinde. Dreischberger. Jawohl, mein Herr. Los, wir üben. Sehr wohl. Ich hoffe, ihr seid nicht zu stark verwundet. Ich werde auf euch Acht geben. Ja. Ich würde nach meiner Waffe greifen. Dabei würden schon die ersten Wunden auf seinem Arm wieder aufreißen. Das Blut tröpfelt langsam auf Rasko da los, Dreischberger. Keine Müdigkeit vortäuschen. Also gut, mein Herr. Und damit prasselt er mit Hieben auf dich ein. So wie du es magst. Deine Wunden schmerzen, deine Muskeln reißen. Blut fließt, auch wenn er dich nicht trifft, aber er zwingt und zwingt und zwingt dich, nach hinten zu gehen. Ja, ich würde das tatsächlich so lange machen, bis ich einfach vor Blutverlust nicht mehr weitermachen kann und würde mich dann langsam schleppend ihm noch Medikus, einmal hol mal jemand die Sanitäter! Ach, die sollen sich verpissen! Ich spreche mit dem Kapitän. Dann würde er sich langsam noch einmal gegen einen Dukatengardisten prallend durch die Tür schleppen und dort auf die Couch fallen. Na, Kapitän, wie laufen eure Nachforschungen? Welcher Richtung? Was meint ihr? Ihr habt euch den ganzen Tag hier eingeschlossen. Ja. Ich... herein. Kapitän, ich habe eine Nachricht. Draußen steht einer von den Beilunker Reitern. Er sagt, er hat eine Nachricht. Von wem? Das hat er mir nicht gesagt, aber sie ist für dieses Schiff. Sein eigenes Schiff ist runtergegangen, hat er gesagt. Er ist gestrandet und das Wichtigste ist noch, dass er die Nachricht abgibt, weil das tun sie. Dann führt ihn ein. Der soll auf das Schiff kommen? Ja. Okay, ich laufe. Ich umbringe. Es dauert eine Minute und dann könnt ihr sehen, wie ein bärtiger, mit abgerissenen Kleidung, aber ihr könnt das Wappen noch erkennen, Beilunker Reiter mit einem etwas zerknitterten, wohl oft nass gewordenen Brief bei euch in der Kajüte steht, der mittlerweile wohl aber wieder getrocknet ist, aber die Spuren könnt ihr auf alle Fälle erkennen und das Siegel von einer Rondrianerin. Verzeiht, Beilunker Reiter, mein Herr. Wir hatten versucht, euch zu erreichen und dieser Brief kam bereits von Alanfa wieder zurück. Wir wussten nicht genau, wo ihr seid und hatten dann Gerüchte gehört, dass ihr in Sinode euch aufhaltet. Ihr wart wohl aber wieder abgereist und nun seid ihr wieder hier. In der Tat. Habt vielen Dank für eure Mühen. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe dein Schiff dabei verloren, aber das war es wohl wert. Wir haben gutes Gold dafür bekommen und wir stehen zu unserer Pflicht. Den Brief über alles. Ja, sehr gut, sehr gut. Das habt ihr gut gemacht. Wie wollt ihr zurückkommen? Das weiß ich noch nicht. Verzeiht, unser Schiff ist gekentert und sämtliche Händler, mit denen ich gesprochen habe, weigern sich zurzeit den Sturm zu passieren. Nachvollziehbar. Das war ein ganz schönes Unterfangen. Ich hätte euch ja selbst gefragt, aber so wie euer Schiff aussieht, vermute ich, dass ihr es selbst nicht geschafft habt. Wir haben gerade so überlebt. Nun, dann... ich habe zumindest den Brief überbracht. Meine Ehre ist nicht besudelt. In der Tat. Verzeiht, dass er nass geworden ist. Ich hatte ihn noch an mich geklammert und... Ist gut. Gebt ihn mir. Braucht ihr eine Unterschrift? Von wem ist er denn? Ich weiß nicht, von wem er ist. Das Siegel ist das einer Rondrianerin. Er wurde in Zorgan aufgegeben. Ich würde mal das Siegel betrachten. Leonida. Hier, trink doch einen Schluck Wein. Danke, ihr seid zu großzügig. Glaube ich, könnt ihr jetzt auch einen vertragen. Bitte, Boltax. Ja, ich nehme einen großen Schluck Wein, als ich das Siegel sehe. Ich adressiert es an Jarlan. Die Schrift ist zwar mehrfach verschmiert, aber... Na, wer traut sich? Gebt ihn her, ich habe immerhin gute Beziehungen zur Rondra-Kirche. Wie erwillig reiche ich ihn, Boltax?
Ja, ich würde das Siegel langsam öffnen und den Inhalt des Briefes dann vorlesen. Du überfliegst den Brief. Vorwürfe. Schwere Vorwürfe. Jalan sollte sich melden. Es gab Gerüchte, dass er in Alan vorab gereist ist, ohne sich zu melden, ohne zu sagen, wohin er ist. Leonida ist aufgebrochen, von Zorgern, gemeinsam mit den Kindern, in Richtung ihrer Schwester. Schwere Vorwürfe. Ich glaube, wir sollten möglichst bald mit Leonida reden. Ich will ja nichts sagen, aber es war ein bisschen erwartbar, oder? Ich meine, sie hatte es schön in Zorgern, aber es war völlig klar, dass Jalan nun dort nicht allzu oft bei ihr weilen würde. Ja, aber so von seinem Tod erfahren. Ich werde mich darum kümmern. Ich sehe es als meine Pflicht an. Aber ich brauche ein wenig Zeit. Ich werde meditieren müssen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Also Kapitän, was machen wir jetzt noch in dieser Stadt? Wir haben 3 Tage, sagte Angosh Minya, bis das Schiff wieder repariert ist. Wir brauchen einen neuen Alchemisten. In dieser Sache, ich würde hier gerne noch jemanden aufsuchen. Aber lasst uns erst den Boten verabschieden. Guter Mann, wir wissen nicht, wohin wir als nächstes aufbrechen werden, aber wenn ihr Zeit habt, wir werden gewiss noch einmal durch den Sturm segeln. Eventuell Kunchum oder Talusa anlaufen, aber wir wissen es selbst noch nicht. Also wenn ihr eine andere Mitfahrgelegenheit findet, solltet ihr sie ergreifen. Aber nun, wenn ihr kein Glück habt, könnt ihr euch gerne wieder bei uns melden. Ich würde mich zumindest sehr freuen. Solltet ihr tatsächlich aufbrechen, dann werde ich sämtliche Briefe, die hier in Sinoda gesammelt worden sind, ebenso an Deck bringen. Der Beilunker Reiter bezahlt sogar relativ gut dafür. Gut, dann hinterlasst auf jeden Fall eure Adresse. Wenn es jemand schafft, dann höchstwahrscheinlich ihr. Ich weiß zwar nicht, wie viel Seherfahrung ihr habt, aber im Kampf gegen Drachen und Dämonen habt ihr zumindest triumphieren können. Nun, wir haben einen Swafnir-Geweihten. Das ist doch etwas wert, denke ich. Falls ihr möchtet, ich habe noch einige aventurische Boten dabei. Nachrichten vom Festland, falls euch das irgendetwas von Wert wäre. Natürlich, Nachrichten sind immer etwas wert. Sie sind zwar auch etwas verwischt und verschmiert, das verzeiht ihr mir hoffentlich, aber ich werde, sollte ich dann bei euch an Deck gehen und eine Kajüte bekommen, sie aus der Kiste dann hervorholen. Natürlich. Wie gesagt, wie frühestens verlassen wir diesen Hafen in 3 Tagen. Nun, ich kann warten. Dann schütze euch. Ich bin erst einmal in der Taverne Nutzak und hole meine Kiste dann direkt, damit ich die Briefe sammeln kann. Und würde mich dann noch direkt, damit ich die Abfahrt nicht verpasse, hier einquartieren. Gut. Herzlichen Dank. Die Götter mit euch. Damit verbeugt er sich einmal und mit einem letzten Blick zu dem blutenden Rafim geht er dann nach draußen. Sulamin strafft die Schultern. Ich weiß, es klingt hart, aber nachdem Jalan nun nicht mehr bei uns ist, könnte es sein, dass wir uns ein wenig umorientieren müssen. In näherer Zukunft wird uns jedenfalls kein Bannstrahl mehr den Hintern retten. Und wie es der Zufall will, kenne ich da wen. Sie wedelt mit einem Brief, den sie mitgebracht hat. Und breitet ihn dann auf dem Tisch aus, streicht ihn glatt. An die aller Hochachtungsvolle und betrobernste Zulamin. Verzeiht, dass ich in letzter Zeit wenig Kontakt zu euch hielt, aber die Umstände sind schwierig und eure genaue Position schwer zu bestimmen. Kürzlich erst hörte ich, ihr würdet euch im Hafen von Sinoda aufhalten.
Aber bis ich es geschafft hatte, angemessenen Transport zu organisieren, war die bereits wieder abgereist. Ich wünsche nicht nur zum Aufleben lassen alter Freundschaften, sondern auch vielmehr aus praktischen Gründen mit euch und euren Begleitern, wenn man sie so nennen mag, zu sprechen. Ich befinde mich derzeit in Sinoda und würde über eine Rückantwort sehr erfreut sein. Gezeichnet und hochachtungsvoll, Serpentilio Delazar. Nennen wir ihn einen Freund. Sein Name ist Serpentilio Delazar und er gehört zur Bruderschaft der Wissenden. Er kommt nicht von der Alachami, aber wir haben uns dort kennengelernt. Er ist ein Mann mit vielen Talenten. Unter anderem ein exzellenter Alchemist. Er könnte Canicetiana ersetzen. Wenigstens vorübergehend. Er stellt auch Artefakte her. Ich würde ihn nicht gerade als Kampfmagier bezeichnen. Er ist schon etwas älter. Aber er ist sehr bewandert in der Dämonologie. Sowohl in der Theorie, wachsamer Blick in die Runde, als auch in der Praxis. Ihr wollt einen Beschwörer an Bord bringen? Nun, er hätte den 7 Gehörnten vielleicht an die Leine nehmen können. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es ihm genauso ergangen wie euch. Aber sagen wir so, er ist auf jeden Fall kompetent. Denn inkompetente Beschwörer werden nicht so alt. Und nun ja, die Kunst der Dämonenbeschwörung ist auch nicht seine einzige Fähigkeit. Ich denke, er könnte uns in vielen Belangen helfen. Vielleicht auch in dieser Sache mit den Tagebüchern? Ulamin, dieses Schiff ist durchzogen von elementarer Magie, die ich immer wieder gewirkt habe. Ich fände es nicht besonders umsichtig, Dämonentür und Tor zu öffnen, dieses Schiff zu pervertieren. Auch wenn er kompetent sein mag, wie garantiert er, dass es nicht zu Zwischenfällen kommt? Ich möchte vor allem eins sicherstellen, klarstellen. Er wird hier an Bord und während unserer Reise keinen Dämon beschwören. Natürlich. Nun, ich denke, das müsst ihr mit ihm ausmachen. Wirkt das für ihn. Zulamin überlegt einen Moment. Ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass er nicht paktiert hat und nicht paktieren wird. Dafür ist er zu arrogant. Ich lege nicht dafür die Hand ins Feuer, dass ihn sein Größenwahn nicht eines Tages umbringt. Aber nichts zwingt euch, das jetzt zu entscheiden. Lernt ihn kennen. Macht euch ein Bild. Ach, sagt auch keiner, dass er für immer bei uns bleiben soll. Vielleicht eine Weile. Wisst ihr, wo er zuerst studiert hat? Brabak. Aber später ging er nach Mirham.